Ja, hallo und herzlich willkommen bei Ralfs Unboxing. Es ist wieder Montag, es ist 19 Uhr und das heißt wieder Wochenupdate. Ich habe diese Woche mal wieder bei Medimops bestellt und das ist dabei rausgekommen. Aber das zeige ich euch mal ein bisschen genauer im Studio. Wie eben schon gesagt, habe ich seit längerem mal wieder bei Medimops bestellt und da ist ein bisschen was zusammenbekommen. Ich glaube, ich habe um die 55 € ausgegeben. Da ist ja der Versand kostenlos ab 10 €, glaube ich. Und dann fangen wir einfach an mit dem ersten Artikel und zwar ein 3DS-Spiel von Dragon Ball. Das ist eins der wenigen, die mir noch fehlen. Jetzt fehlen mir, glaube ich, nur noch welche vom Importbereich, so wie zum Beispiel Bruce Fury oder Bruce Fairy für den GBA. Das ist ja fast unmöglich zu bekommen, OVP. Aber weil es ja Import ist, bin ich da jetzt nicht so hinterher, weil ich habe ja eigentlich jetzt die Deutschen, ich glaube jetzt mittlerweile alle. Ja, die Vorderseite hier mit den ganzen Charakteren von Dragon Ball drauf, das finde ich recht cool. Besonders auch ganz hinten sieht man alles sehr scharf. Da hinten ist Muten Roshi noch. Ja, das sieht richtig cool aus. Denn hier die Rückseite mit den Informationen zum Spiel und ein paar Bildern. Hier steht ja oben: Stelle deine Fähigkeiten unter Beweis mehr als 100 Z. Hilfecharaktere. So. Und dann haben wir hier das Spiel dabei. Oder sogar falsch rum drin. Oder? Ja, das war falsch rum drin. Das kommt nämlich so rum rein. Und wer soll es glauben, bei Medimobs sogar dieses kleine Begleitheft dabei. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine Beschreibung ist. Obwohl, eigentlich kann man das jetzt hier schon als Beschreibung geltend machen. Also auf jeden Fall komplett. So, ein Dragon Ball Spiel für 3DS. So, weiter geht's mit einem Film, von dem ich eigentlich dachte, ich habe ihn, aber ich habe ihn doch nicht gehabt. Und zwar Asterix bei den Olympischen Spielen. Ich habe nämlich nur, welchen habe ich denn? Nur den danach, glaube ich, diesen Asterix in der Realverfilmung. Ich weiß jetzt nicht mehr, welchen ich habe. Aber auf jeden Fall gibt es ja, glaube ich, 4 Stück von den Realverfilmungen. Ich habe bloß einen und habe jetzt hier in der Medimobs-Bestellung 2 bestellt. Und zwar hier Asterix bei den Olympischen Spielen. Hier hinten die Filminformationen. Kennt ihr ja das Spiel, könnt ihr auch auf Pause drücken. Und da unten die technischen Daten. Und das Ganze hat kein Wendecover. Das war schon so ohne FSK-Flatschen, weil der Film wahrscheinlich schon ein bisschen älter ist. Ja, und dann haben wir hier sogar noch ein Booklet damit bei, was wirklich ein Booklet ist und keine Werbung. Ja, und hier hinten sehen wir dann auch noch Michael Schumacher. Asterix bei den Olympischen Spielen. So, und dann hier Asterix und Obelix gegen Caesar. Das ist ja die erste Realverfilmung. Ich finde diesen Asterix-Darsteller definitiv bei den Realfilmen auch am besten, weil der neue, der gefällt mir irgendwie nicht so. Auch die Stimme hat hier gepasst, aber Gerard Depardieu ist definitiv ein super Obelix. Ja, hier die Vorderseite, dann hier die Rückseite mit den Filminformationen und unten die technischen Daten. Und hier haben wir leider auch kein Wendecover, aber dafür einen Innendruck und auch ein schönes Booklet dabei zum Film. Wendecover hätte mir natürlich ein bisschen besser gefallen, weil der FSK 6 Flaschen stört schon. FSK 6 Flaschen. So, dann geht's weiter für den deutschen Ton. Howard the Duck für mein Savi Steelbook. Liebe Grüße nochmal an den Kanan, der ja mein Paket wohlbehalten erhalten hat. Da war ja das deutsche Steelbook von Howard the Duck mit drinne. Und jetzt habe ich mir einfach hier die Emery geholt wegen dem deutschen Ton. Special Edition steht da mit dabei, denn hier hinten im Comic-Look gestaltet die Informationen zum Film. Und unten denn technische Daten stehen hier gar nicht. Naja, auf jeden Fall haben wir hier Wendecover. Hier hätte ich es jetzt nicht gebraucht, weil ich ja eigentlich nur die Disc brauche. So, denn 2 Serienstaffeln und zwar von der Serie Flash, die zweite und die dritte Staffel. Ja, die habe ich noch nicht gesehen. Die erste habe ich 3 Folgen geguckt. Ich wollte nämlich erst ein paar Staffeln haben, bevor ich mir die Serie angucke. Falls sie mir gefällt, dass ich nicht gleich wieder sage, oh, ich will weiter gucken. Und dann hat man die Möglichkeit nicht. Hier hinten einmal hier die Daten. Und dann hier nochmal die Daten. Ja, und ganz simpel aufgebaut mit Wendecover an Bord wegen dem Digital Copy Code. Gucken, ist der noch gültig? Nö, leider nicht mehr gültig. Der vielleicht noch gültig. 31.12.20, ja, also wer den haben möchte, falls er noch funktioniert. Ja, denn eine verschweißte Blu-ray, das mich gewundert hat, und zwar Watchmen im Ultimate Cut. Da habe ich ja schon ganz lange dieses Steelbook von. Ich weiß gar nicht, wo das her ist, aus England, hat aber keinen deutschen Ton. Und ich bin schon wirklich sehr gespannt,
was der Film hier im Ultimate Cut nun verbessert. Weil ich persönlich fand Watchmen jetzt nicht so geil, den auch nicht den Original Cut. Aber der Ultimate Cut ist ja jetzt hier nochmal länger. Da bin ich, wie gesagt, wirklich gespannt, was der jetzt hier verbessert. Hier die Vorderseite und hier hinten die Rückseite mit den Filminformationen und dann hier die technischen Daten. Und wir haben hier eine Laufzeit von sagenumwogenen 215 Minuten. Und wir haben sogar ein Wendecover. Mensch, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das sieht sogar recht cool aus. Also das als Steelbook. Ich glaube, das gibt es sogar als Steelbook. Obwohl, ich bin mir nicht sicher. Ich habe ja meinen, da ist dieser Smiley drauf vorne, das, was ich habe. Ja, Ultimate Cut von Watchmen. Und als letztes auch noch eine verschweißte Blu-ray. Und zwar dem Film Valerian. Da hatte ich ja eigentlich mal Steelbooks von, aber ich habe von vielen Sachen die Steelbooks abgestoßen. Aber wollte trotzdem den Film nochmal haben. Hier Valerian jetzt, ich glaube, um die 3 Euro hat der kostet. Da kann man nichts verkehrt machen. Rückseite mit den Filminformationen und unten die technischen Daten. Und hier natürlich kein Wendecover an Bord. Ja, das war's mit dem Medimobs-Paket. Ja, und außerdem habe ich mir noch 3 Figuren von Dragon Ball GT bestellt. In einer etwas größeren Größe, als ich sonst habe. Ich glaube, eine ist so um die 26 cm groß. Und es handelt sich um diese Figuren hier. Die Kartons zeige ich euch jetzt mal kurz hier in der Perspektive. Also wir haben hier einmal Gogeta. Dann einmal Super Saiyajin 4 Vegeta und Super Saiyajin 4 Son Goku. So, und die Figuren zeige ich euch jetzt im Studio. Da sind sie nun in voller Pracht, die 3 Figuren von Dragon Ball GT. Diesmal nicht von der Firma Banpresto, sondern von der Firma Bandai Namco. Und richtig schön groß im Vergleich zu einer Blu-ray. Wie ihr seht, ist das schon ein gewaltiges Stück. Ich glaube, um die 27 cm pro Figur. Und der Detailgrad ist wirklich enorm geil. Aber das zeige ich euch jetzt mal ein bisschen im Genaueren. Und zwar nach und nach an den einzelnen Figuren. Hier haben wir nämlich den Super Saiyajin Vegeta. Und schaut euch den Detailgrad schon im Gesicht an. Das ist wirklich mega, wie seine Muskeln rauskommen. Denn die Hose in verschiedenen optischen Schattierungen bemalt. Das kann man wirklich mal machen. Auch die Rückseite hier mit den Haaren kommt super rüber. Und insgesamt sieht die Figur wirklich, wirklich toll aus. Das gleiche kann man jetzt auch sagen hier beim Super Saiyajin Vir 4 Son Goku. Guckt euch das Gesicht an. Wirklich sehr, sehr toll bemalt. Mit schönen Details. Schöne Schattierungen hier bei der Brust. Ein bisschen dunkler gemacht. Und auch die Hose ein bisschen extern schattiert und die Haare auch wirklich sehr, sehr gut gestaltet. Auch die Rückseite von den Haaren sieht wirklich spitze aus. Auch hier die ganzen Details in dem Fell, das ist wirklich super gemacht. Und dann kommen wir zum Super Saiyajin 4 Gogeta. Die Fusion aus beiden, wirklich auch eine mega, mega geile Figur. Dieser Gesichtsausdruck, wirklich toll. Das Einzige, was mich hier ein bisschen stört, ist, dass die roten Haare ein bisschen kräftiger hätten sein können und hier oben haben wir einen ganz kleinen Klebefehler, aber damit kann man leben. Es ist auf jeden Fall trotzdem eine sehr, sehr, sehr schicke Figur. Alleine hier schon die Rückseite mit den Details an der Weste und hier der Schwanz mit den Haaren. Also insgesamt sind diese 3 Teile wirklich mega, mega geil. Ich weiß noch nicht, wie ich sie hinstelle, ob ich Gogeta im Vordergrund stelle und die beiden dann so dahinter, weil wirklich genial. Schaut euch das Bild nochmal an. Es sind wirklich krasse Figuren. In der Größe vom Detailgrad. Wirklich sehr schön. Ich hatte eigentlich gedacht, Banpresto macht nur gute Sachen. Aber Bandai Namco hat sich auch sehr gut rausgearbeitet bei diesen 3 Figuren. Ja, das war es auch schon mit dem Wochenupdate für diese Woche. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von den Dragon Ball Figuren haltet oder von den Filmen von Medimobs. Ich bin eigentlich mit der Medimobs Bestellung sehr zufrieden von der Qualität her. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Euer Ralf von Ralfs Unboxing. Ciao!